Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du also wissen möchtest, was ich aufgebraucht habe in dieser Zeit, dann bleib doch einfach dran. Es gibt ein Aufgebraucht-Video und ich habe mir gedacht, Dani, mach die Aufgebraucht-Videos nicht so lang. Die Leute schalten dann irgendwann ab und haben überhaupt kein Interesse, sich das ganze Video anzuschauen. Und da ist auch keiner gezwungen zu, ja, aber für mich persönlich ist es immer, ist ziemlich anstrengend, jetzt ein 20-minütiges Video anzuschauen. Ich muss dann zwischendurch immer Pause machen, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Also ich habe selber jetzt nicht die Ruhe, mir ein 20-minütiges Video am Stück anzuschauen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, packst du dein Aufgebrauchtkörbchen jetzt nicht so ganz voll, sondern nur so voll, dass du einfach ein paar Produkte zeigen kannst und dann kommt das Ganze auch in den Müll. Legen wir jetzt einfach mal los. Wir starten mit Duschgel. Das ist ein Duschgel von Balea After Sun. Mein Lieblingsduschgel, weil es sehr, sehr gut riecht. Es ist sehr stimmungsaufhellend. Es erinnert mich an Sommer, an Strand und Meer. Es riecht nach Sonnencreme und das ist kein normales Duschgel. Das ist ein Duschgel, was speziell auch also eine leichte Kühlung erzeugt und das landet immer in meinem Warenkörbchen, wenn ich bei DM bin. Als nächstes habe ich ein Waschgel von Balea. Das ist das Waschgel für normale Mischhaut. Aloe Vera ist drin, 10% mildschäumend mit Hydrokomplex. Ich komme damit wirklich sehr gut klar und das schon Jahre. Das habe ich schon früher als Teenie benutzt, zwischendurch Pause gemacht und dann immer mal wieder etwas anderes ausprobiert. Aber ich komme immer wieder zu dem zurück, weil es einfach gut sauber macht. Ja, meine Haut verträgt es sehr gut und ich habe eigentlich eher trockene Haut, aber komme damit auch ganz gut klar. Und es riecht wirklich sehr erfrischend. Wenn ich dann morgens dann damit mein Gesicht wasche, dann kommt dann dieser schöne erfrischende Duft raus. Und deswegen kaufe ich mir das immer wieder nach und passend dazu auch das Gesichtswasser. Auch die gleiche Reihe und ja, auch das gleiche Argument, warum ich mir das immer kaufe, weil es einfach sehr gut riecht, es erfrischt mein Gesicht und morgens ist das in dieser Kombination immer eine sehr, sehr schöne Wohltat. Das ist eine Gesichtscreme und zwar war dieses Typchen, ich glaube, in dem M-Awesome-Kalender drin. Das ist von Etrebelle. Bin mir aber nicht sicher, ob der im Kalender drin war. Ich glaube wohl. Bin mir aber nicht sicher. Egal, das ist Golden Skin von Etrebelle. Mit Kaviar-Extrakt, glaube ich. Ne? Ja, Kaviar-Tagescreme. Damit bin ich auch sehr gut klargekommen und auch sehr lange mit ausgekommen. Es ist sehr ergiebig, eher duftend neutral. Es riecht ja also nach Pflege und meine Haut hat es wirklich sehr gut vertragen. Die Feuchtigkeit es hat Feuchtigkeit gespendet und hat auch ganz gut den ganzen Tag die Haut durchfeuchtet. Aber jetzt ist es aufgebraucht mit 15 ml, hat es doch ziemlich lange gedauert. Und das gleiche habe ich hier auch aus dem Kalender. Das muss aus dem Kalender gewesen sein. Im Awesome, und zwar ist das intensiv glättende Hals- und Dekolleté-Creme. Da waren auch 15 ml drin. Ne, 25, ist klar, ist ein bisschen größer. 25 ml und ich habe die tatsächlich hier für mein Dekolleté benutzt und die Pflege war gut. Aber dass es jetzt eine straffende Wirkung erzeugt hat, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist eine Probiergröße. Und damit man überhaupt Ergebnisse bekommt, sollte man natürlich die ganze Full-Size-Größe aufbrauchen, um dann beurteilen zu können, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Aber mir hat sie wirklich sehr gut gefallen. Die Pflege hat man sehr gut gespürt.
auch von M.A. Sam, ich glaube, das war auch in dem Kalender drin, ein Duschgel, Vino Gold. Da ist noch ein Schluck drin, den kriege ich jetzt nicht ganz raus. 100 Milliliter sind drin gewesen. Ein toller Duft. Also wirklich ein ganz schöner Duft und es riecht tatsächlich nach Trauben. Traubenkern, irgendwie so. Also es hat wirklich sehr Spaß gemacht, sich mit diesem Duschgel zu duschen. Dann habe ich hier das Augenbrauen-Entfahrungsstreifen von Antmatics. Darüber habe ich eine Review gemacht, schon länger her. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich bin mit diesen Enthaarungsstreifen für die Augenbrauen eigentlich ganz zufrieden. Wie man hier sieht, sind die auch gut gekennzeichnet. Ja, also hier ist ein Loch und da sind zwei Löcher. Da hatte ich bei anderen immer Probleme mit, auf welche Seite muss das denn jetzt? Oder damit die Augenbraue auch tatsächlich nur da enthaart wird, wo sie auch enthaart werden soll. Das hat ganz gut funktioniert. Allerdings fand ich den Preis so ein bisschen nicht zu teuer. Ja, zu teuer würde ich nicht sagen, aber es gibt ein günstigeres Produkt, was mir noch besser gefallen hat. Und zwar ist das sogar die Eigenmarke von Müller gewesen. Die habe ich sogar noch hier irgendwo. Die benutze ich auch regelmäßig, weil einfach der Preis ausschlaggebend war. Es war, ist auf jeden Fall günstiger. Und dann die Handhabung war auch irgendwie besser. Aber Antmatics fand ich gut und die Haarentfernung hat sehr gut funktioniert. Die Augenbraue war in Shape und die Haare sind auch tatsächlich erst nach drei Wochen ungefähr nachgewachsen. Advanced Techniques Shampoo von Avon. Und zwar ist das die Sorte Absolute Nourishment mit Argan und Kokosnussöl. Ich finde die Shampoos aus dieser Reihe, es gibt verschiedene für verschiedene Haarstrukturen Shampoos, aber die ganze Reihe finde ich sehr gut, weil ich habe mich schon immer gewundert, wieso halten die so lange? Weil man einfach so wenig davon braucht und das nutzt meine komplette Familie. Deswegen kaufe ich jetzt immer wieder nach. Das sind ganz, ganz tolle Shampoos mit einem ganz tollen Duft und die Pflegewirkung ist toll. Und wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Man braucht ganz, ganz wenig Produkt, um dann viel zu erzeugen. Und ja, eine Empfehlung. Auch von Avon für meine Kinder. Das sind die beiden hier. Einmal das Shampoo und einmal das Duschgel. Aus der Frozen-Reihe. Avon hat ja eine Frozen-Reihe herausgebracht und ich glaube, in der nächsten Kampagne kommt eine neue Edition, auch mit Frozen. Ganz toll, auch ganz ergiebig und meine Kinder nutzen die sehr gerne. Dann habe ich hier von Christine Kaufmann eine Körpercreme aufgebraucht. Ich fand die richtig toll. Vom Duft her, von der Pflegewirkung her. Aber was jetzt nicht so toll war, ist, dass die ein bisschen länger gebraucht hat, um einzuziehen. Also man kann diese Creme am besten anwenden, wenn die Haut bereits getrocknet ist. Ja, also nicht direkt nach dem Duschen, aber die Pflegewirkung und der Duft war wirklich ganz toll. Oh, nach Ingwer und zitronig. Ja, also ganz schön frisch und würde ich das noch geben. Es gibt es nämlich nicht mehr. Ja. Aus der Christine Kaufmann Reihe, die hat ja ihre Produkte auf HSE, Home Shopping Kanal oder QVC, ich weiß nicht, ich glaube Home Shopping Europe hat sie das immer präsentiert, aber die Frau Kaufmann ist ja verstorben vor ein paar Jahren. Und seitdem natürlich wurde dann die komplette Linie eingestellt, aber ich habe hier noch das Produkt da gehabt und ich habe noch ein Produkt, die Schüttellotion, muss ich auch noch aufbrauchen und ja, genau, also von daher, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, ja, das war ein ganz tolles Dufterlebnis, aber es gibt es eh nicht zu kaufen, von daher
Das hier stand auch in meiner Dusche, deswegen sieht das auch so ein bisschen mitgenommen aus. Das ist von Herbal Essence eine Haarmaske mit marokkanischem Arganöl. Auch ein sehr schönes Produkt, ein Produkt, was sehr gut gewirkt hat auf meinen Haaren. Und ja, Herbal Essence, 90% natürlichen Ursprungs. Ja, ich werde mir nicht nochmal kaufen. Also Herbal Essence Produkte versuche ich natürlich ja, nicht mehr zu kaufen einfach, ja. So wie andere Produkte. Also ich gehe auch nicht mehr so oft shoppen, ne? Also ich kriege alles zu Hause geliefert von Avon. Ich bin total Avon addicted. Ja, und von daher hat gut getan, meine Haaren. Die Pflegewirkung war gut, der Duft war sehr schön und aufgebraucht ist es jetzt. Und zu guter Letzt Barbour. Barbour ist ja doch eine höherpreisige Marke, bietet aber dementsprechend auch eine Qualität, wie ich finde. Das waren hier Ampullen. Das sind Ampullen gewesen und die habe ich jetzt tatsächlich eine Woche lang endlich mal benutzt, um zu schauen, ob die wirklich so gut ist von der Qualität her. Und ich habe die mir morgens aufgetragen. Das heißt, das sind die Glasampullen gewesen. Da war noch zusätzlich so eine Hilfe zum Abbrechen dabei. Und der Auftrag war sehr schön. Ja, also es gab keine Schnittwunden und so. War sehr angenehm, zog sehr schnell ein und man konnte hinterher dann mit der ganz normalen Tagespflege weitermachen. Das ist Perfect Glow, Ausstrahlung und Feuchtigkeit. Es hat Feuchtigkeit auf jeden Fall gegeben, aber ich finde, eine Woche reicht einfach nicht, um da jetzt zu sagen, wow, ich sehe einen tollen Unterschied, einen großen Unterschied im Vergleich zu vorher. Von daher, eine gute Pflege hat es auf jeden Fall gegeben, aber nachkaufen würde ich es jetzt nicht, zumal Avon auch sowas hat. Doch. Die Produkte kommen jetzt in den Müll und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.